Ihr sagt mir zumindest, ich bin seit ein paar Sekunden online. Ja, da bin ich. Gucke ich mir meinen Stream an. Mal sehen, ob mein Discord jetzt gleich mitmacht. Ja, ich habe hinter mir den Ventilator an. Wenn der zu laut ist, muss man mir sagen. Der ist zu laut, mach den leiser. Ich habe neues Spielzeug gekauft. Oh, und ich sehe gerade, wir haben schon wieder die dummen Streifen. Wir müssen das mal eben ändern. So. Sind die Streifen weg. Einer der Nachbarn grillt. Voll toll. Und hier ist mein neues Spielzeug. Ich habe hier Aquarellfarben geholt. Sie waren im Angebot. Aber das ist nicht alles, was ich geholt habe. Ja? Ich war gestern in einem coolen Start. Und jetzt jammer ich rum, weil ich viel Geld ausgegeben habe. So, ich fange hiermit an. Ich muss sie auspacken. Ich muss jedes einzelne Näpfchen auspacken. Ich habe vorhin kurz reingeguckt und war sehr happy. Und dann habe ich es wieder zugemacht. Hi, geht es dir? Du kommst genau zum Anfang. Voll schön. Guck mal, hier ist mein neues Spielzeug. Es ist eine Palette. Und wir müssen sie alle einzeln auspacken. Wie geht es dir, Freihardi? Erzähl mir, wie war dein Tag? Ja, das ist mein Spielzeug. So, die ist voll cool. Da ist ganz viel zu Zeugswache drin. Aber ich muss die erst auspacken. Die hier. Und dann gibt es hier so ein Swatch Sheet. Da kann ich die dann reinpacken. Ja. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht so interessant, aber ich muss die jetzt alle auspacken. Sie sind alle einzeln verpackt. Oh, alle einzeln. Ganz toll. Voll lieb eingewickelt. Ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Oh nein, keine Kopfschmerzen. Wahrscheinlich wegen der Hitze. Dann musst du viel Wasser trinken. Ich habe vergessen, mir Wasser hier hinzustellen. Ich muss mir vielleicht gleich nochmal was holen. Ich habe den Ventilator im Hintergrund an. Wenn der zu laut wird, bitte Bescheid geben. So. Ich kann das jetzt hier auswickeln. Süßigkeiten. Da ist es. Ah, cool. Und die Nummern sind schon da drauf. Oh mein Gott. Ich finde das voll toll. Ich weiß, es ist heute nicht sehr interessant, weil ich einfach nur die Dinge auspacke. Sind denn die Nummern auch mit hier drauf? Ich glaube, ja, das sind die. Kann man das sehen? Ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, ihr könnt das nicht sehen. Ich habe vergessen, Wasser für mich hinzustellen, aber für die Farben habe ich gleich zwei Pötte hier. Also das sind Deckel. Ja, ich weiß ja drin. War ein bisschen warm das Wasser, deswegen. So. Aber wenn da auch die Nummern dran sind, dann muss ich ja. Mache ich das so, dass die hier unten sind oder auf der anderen Seite? Ich glaube so. Das Dirkweiß, wow. Braucht man gar nicht beim Aquarellfarben mal. Soll ich den Titel ändern? Nee, ne? Nein, den kann ich so lassen. Wo gehst du auf hier? Bitte winden. Wieso denn? Ich muss die Zettelchen noch behalten für die Swatches. Oh, es ist so toll. Sieht fast so aus, als ob da noch so eine Schicht drüber wäre. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber guck mal. Wow. Ich bin voll happy. Ja, ich beeile mich jetzt mal mit dem Auspacken, damit hier auch mal gleich was passieren kann.
Aber ich bin so happy. Ich hab Spielzeug. Ich muss mir so eine Reihenfolge machen. So. Ich glaube, mein Discord hat jetzt gesagt, dass ich online bin. Ist auch die richtige Nummer hier drauf? Ja. Oh mein Gott. Ich habe Sachen von dem neuen Zelda-Teil gesehen. Und teils freue ich mich und teils bin ich ein bisschen enttäuscht. Mal schauen, wie es wird. Struggle beim Aufmachen. Oh. Da, ich hab dich verkehrt herum da reingetan. Nein, nein, das machen wir nicht. Ich hab das Gefühl, die wackeln mir hier zu sehr drin. Oh. Muss ich aufpassen. Das Näpfchen, weswegen ich es geholt habe. Kann man das sehen, welche Farbe das ist? Das ist Nepalgelb. Das ist nämlich so fleischfarben, was man halt sehr gut als Untergrund für alles Mögliche nehmen kann. Nein, du bist direkt so abgegangen. Das ist nicht gut. Ja. Ah! Hi, Shaku! Wie geht es dir? Voll schön, dass du da bist. Ich habe schon wieder verkehrte Roder reingetan. Ich glaub's nicht. Erzähl mir, wie es dir geht. Guck dir mein Spielzeug an. Ich bin happy. Ja, ich muss erst den Rest auspacken. Oh ja, ich muss doch hier. Ich brauch doch die Zahlen. Für die Swatches. Hä? Ich tu den nicht verkehrt herum rein, der hat das einfach auf beiden Seiten. Ich bin nicht traurig. Ja, es ist auch mega heiß. Ich bin auch etwas müde und so, aber... aber ich krieg das hin. Aber das sieht nicht richtig aus. Die Farben hier. Ja, ja. Vielleicht mit Wasser. Das finde ich doof, dass man jetzt hier beide Zahlen sieht. Da auf beiden Seiten ist das und ich drehe das wie so eine dumme... wie so einen kleinen USB-Stick. Den nie passen möchte. Du musst den von außen sehen. Guck mal, so sieht der von außen aus. Und dann, ja. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Oh mein Gott. Oh, ich mag den Namen. Karl. Karl. Oh mein Gott, voll schön. Wie geht es dir? Willkommen. Ich packe gerade ein bisschen was aus. Ich muss danach Swatches machen. Ich hoffe, ich brauche nicht allzu lang. Aber sonst habe ich das immer so, dass in den ersten 10 Minuten kaum jemand im Chat ist und dann passiert eh sehr wenig. Und dann warte ich meistens. Darum habe ich gedacht, ich packe das jetzt erst aus. Ist das die richtige Reihenfolge? Das sieht nämlich so dunkel aus im Vergleich hierzu. Ja, ist richtig. Wir konnten erst rein.
Sind das alle Zahlen? Dann muss ich die Zettelchen nicht aufbewahren. Also hier auf der Verpackung sind nochmal die Zahlen. Und ich möchte ja gleich hier Swatches machen. Zum Beispiel hier, die haben diese wunderschöne Karte mit dabei. Da muss ich dann die Nummern draufschreiben. Und ich drehe mir die ja jetzt alle so, dass man eigentlich nicht die Nummern sehen kann. Das ist der Bot. Ich mag den da. Ich wusste nicht, dass das dein Bot ist. Ich weiß gar nicht, was der andere Bot macht, der mich immer begrüßt in einem Chat. Der tolle Bot begrüßt mich doch sonst immer bei manchen im Chat. Aber ich war schon lange nicht mehr, ich habe nicht mehr viel geguckt. Geh auf! So, aber wenn die Zahlen auf der Verpackung stimmen. Oh, guck mal, wie schön das ist. Ah! Ich bin so glücklich. Richtig schlimm mit mir. Das ist die 133. Ah! Ah! Danke, danke. Ja, es gibt ein Bot, der mich begrüßt. Das ist voll schön. Ah, da ist ein Krümel drin. Ich hoffe, ich habe keine Farbe verloren. Kann man das sehen? Ich glaube, das seht ihr eh nicht. Das soll Magenta sein. Mit der Grund, warum ich diesen Kasten haben wollte. Nein, nicht, weil der 20 Euro günstiger war als sonst wo. Nein. Das ist nicht wahr. So, ich sollte mich jetzt mal beeilen, damit hier auch was passiert. Aber ich lasse mich von allem immer ablehnen. Und hier das einzelne Näpfchen, wunderschön. Man muss dazu sagen, ich habe sehr wenig Erfahrung mit Aquarellfarben. Ich hätte mir den eigentlich noch gar nicht geholt. Ich habe eigentlich gedacht, ist hier dunkel. Ich habe eigentlich gedacht, ich übe das erstmal mit so den ganzen Studentenkram, den ich noch hier habe und den kleinen Paletten. Und zwar, ja, ich habe so kleine Travel-Kit-Aquarell-Sets. Die kosten auch echt nicht viel. Damit wollte ich eigentlich erstmal üben. Aber dann habe ich diesen tollen Kasten gesehen, der gut 20 Euro günstiger war als sonst immer. Dass ich dir gesagt habe, okay, die gönne ich mir jetzt. Jetzt ist er angekommen. Ich bin happy. Oh, nein! Guck mal, da sind Krümel. So viel Farbe verloren. Wow. Ich bin fast eine Viertelstunde online und habe erst die erste Reihe geschafft. Wow. Die wackeln alle so doll da drin. Könnte dann noch einer reinpassen vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Nee. Sollen da schön fest drin sein und nicht rumwackeln, aber auch gerade. Nicht rumwackeln. Ich hoffe, das passt jetzt. So, Schnee weitermachen. Da steht ja was. Der Bot ist voll lustig. Ich brauche auch so ein Bot. Ihr könnt das gar nicht sehen, wie toll die sind. Ich glaube, man sieht das gleich. Erst wenn ich Swatches mache. Ich weiß nicht, worüber die Dame singt. Normalerweise gehe ich dann auch und sag dann nächster Song. Aber ich finde den gar nicht so doof. Kann gar nicht sehen, dass das wunderschönes Lila ist. Oder dunkelblau. Ich weiß es nicht. Halt, warte mal, was steht denn hier drauf?
preußisch blau. Und wo ist mein Cyan gewesen? Welches von dem war denn jetzt Cyan? Dafür brauche ich doch noch die Zettel. Und jetzt habe ich sie alle durcheinander geschmissen. Aber ich hatte einen Cyan in der Hand. Eins davon sollte Cyan sein. Hier. Nummer 4, 4, 8. Das hier, das soll Cyan sein. Müssen wir nochmal gucken. Also das soll Cyan sein. Okay. Ich muss mir doch die Zettelchen behalten und die Namen aufschreiben. Wie soll er heißen? So, wer heißt der Bot? Ich weiß es nicht. Ich überlege mir einen Namen. Ah, gut. Ja. Ich will irgendwas Niedliches, Lustiges haben. Und dann will ich den zeichnen. Dann mache ich so. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich meine Emotes zu einem Bot machen. Und dann ist er ganz oft hier im Chat und schreibt immer. So, dass er, weiß nicht, jede halbe Stunde mal kurz eine Nachricht tippt. Und sagt, jo Leute, seid ihr doch wach? Nein, ihr habt die Farbe verloren. Nein. Grün, du musst doch in deinem Bettchen bleiben. Meine Güte nochmal. Hey, komm her. Bleib da drin. Oh, jetzt habe ich Angst, dass ich den irgendwann verliere. Snoopy. Nein, ich muss ja was Eigenes sagen. Aber sowas in der Art könnte schon sein. Ich kann ja den anderen nehmen und den Wurzstock nehmen. Ich habe ja noch gar kein Bot. Ich komme ja nicht mehr mit dem Streamlabs und sowas klar. Wieso sollte ich denn jetzt schon an ein Bot denken? Ich sollte erstmal mehr streamen und so. Und mich auch mal entscheiden, ob ich wirklich das jetzt nur noch zum Zeichnen mache. Oder ob ich auch mal wieder was zocke. Aber dafür brauche ich Zeit, um alles wieder einzurichten, seitdem ich jetzt das neue Betriebssystem habe. Und die Zeit habe ich nicht. Ich muss heute wieder ins Büro fahren. Und morgen auch. Das heißt, ich kann heute nicht bis mitten in die Nacht streamen. Snoopy ist nicht mehr verfügbar. Oh. Ich will irgendwas Niedliches, Tolles haben. Okay, muss gleich noch ein Turnierspiel machen. Okay, ich habe leider wenig Ahnung von dem Spiel, darum kann ich schlecht zugucken, beziehungsweise ich kann zugucken, aber ich verstehe da nichts davon. Hier kannst du einen Bot programmieren. Voll cool. Ich glaube, der Dings kann das auch. Ich habe aber gar keine Ahnung davon und ich möchte erstmal generell ein bisschen streamen, ein bisschen Spaß haben, gucken, dass ich da eine Routine reinkriege, ein bisschen mehr zeichnen und malen lernen und ja, schöne Farben. Und vielleicht mal mehr Leute hier haben. Also ja, ich freue mich schon über die, die immer mal wieder hier sind. Das finde ich immer mega, dass ich sagen kann, hey, ich habe eine kleine Community. Die sind voll toll. Aber ich weiß jetzt, ich will nicht, dass das zu aufwendig aussieht. Wisst ihr? Dass ihr dann denkt, oh, ich mache das nur, um noch mehr Leute zu kriegen. So halb.
Ich freue mich, wenn mehr Leute da sind, aber ich freue mich auch über die, die dauernd da sind, die so schön loyal sind und so. Wisst ihr, wie ich meine? So treue Leute. Finde ich toll. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich das... Die sind ja alle krumm drin. Wieso seid ihr da so krumm drin? Und dieser chillige Song wirkt ein bisschen düster, ne? Schreibe ich noch die Namen dazu? Ich glaube, ich sollte die Namen hier zuschreiben. Nicht nur Nummer, sondern auch Namen. Das heißt, ich muss hier bei den Zettelchen suchen. Du, komm mal her. Ich will aber nicht so viel schreiben. Ich bin so faul. Genau. Zuschauer über Samstags ab 3. Sehr lustig, genau. Ja, das glaube ich. Wieso ist das mit Sternchen? Hast du da was eingegeben, was er rausgemacht hat? Ich weiß ja bei wem. Du meinst bei Prime. Den habe ich ja auch. Da gucke ich immer und sehe dann, wenn der online ist. Aber der ist dann oft dann online, wenn ich bei meinem Freund bin oder wenn ich gerade eben nicht kann. Eins. Ich will die Namen nicht reinschreiben. Das dauert mir zu lange. Zwei rein, hier kommt. Zwei, vier. Zwei, fünf. Zwei, sechs. Ach so, dann hast du dann sozusagen linket. Ich dachte, du hättest nur den Namen reingeschrieben und der hätte das direkt rausgenommen, warum auch immer. Ja, dass der URL blockiert, ja, das habe ich, glaube ich, irgendwo eingestellt. Mal. Als ich schlau sein wollte. Ja. Dann ist hier 3, 3, 0, 3, 2. Falls mal eines leer ist, muss ich einfach eins neu kaufen. Ein so ein Näpfchen kostet, glaube ich, gut 5 Euro und das ist schon die Studentenqualität. Oder noch. Ist das noch? Ich hoffe ja. 3, 3, 6, 4, 4, 0, 4, 4, 2, 4, 4, 3. Das 4, 4. 5, 6, 7, 0, 7, 8, 2. So, eins leer geht, kann ich nachkaufen. Hier brauche ich die Zettelchen nicht mehr. Alle einzeln eingepackt, ey. Ich glaube, der wollte dein Bot nicht. Der hätte der Bot nein gesagt. Wieso sagt er denn jetzt mein Discord auf dem Tablet, dass ich online bin? Aber meinem Rechner hat er mir das vorhin schon gesagt. So.
fast gar nicht alles in meinem Müll. Naja, was willst du? Katze, erschreck mich doch nicht. Erschreck mich doch nicht. Ich muss jetzt Watchies machen. Willst du Hallo sagen? Willst du Hallo sagen? Gelda, sag Hallo. Sag doch Hallo. Was hast du vor? Oh, er ist weggerannt. Ja, dein Bot. Wieso macht dein Bot das? So ein Gemeiner. Habt ihr gesehen, der Simba wollte Hallo sagen? Aber er wollte nicht so lange nach oben gucken, deswegen ist er gegangen. Oh, und der Mika ist da. Mika, du hast noch nicht gegessen. So. Jetzt kann ich meine Swatchies machen. Sprüht man die Farbe erst ein oder kann ich da einfach direkt mit Wasser dran? Ich weiß das nicht. Ah, oh, voll süß. Der Wald ist ja voll niedlich. Wasser. Und nehme ich dafür den großen Pinsel? Ja, für die großen Dinger hier. Die flacher. Also so mega gut ist sie jetzt nicht. Aber ist okay. Falls wer fragt, das ist von der Pinsel von Karadage Nummer 8. Ich glaube, das kann mal schlecht sein. Ui, ich habe Schmutz an meinen Fingern. Ich hoffe, dass das Tuch hier heute besser den Schmutz auffängt. Ich werde einfach mit normalem Wasser dran gehen, oder? Ich werde das nicht vorher einsprühen. Ich denke die ganze Zeit, das ist ein Krübel, aber das ist nur so eine kleine Blase. Weiß gar nicht, ich glaube, das könnt ihr gar nicht sehen. Nee, könnt ihr gar nicht sehen, den Punkt. Okay. Ich mach schon wieder weg. Ja, ich muss mal gucken, wie ich euch das irgendwie zeigen kann, was ich gerade mache. Ich weiß es nicht, ich glaube, weil das Ding hier im Weg ist. Vielleicht nehme ich die doch noch mal raus. Einfach, weil ich es euch dann besser zeigen kann. Ja, sonst ist ja auch langweilig. Ist ja schon so ein ziemlich langweiliges Thema, wie ich die einfach nur swatche. Oh mein Gott, guck mal, wie viel Farbe da runtergegangen ist. Ich habe nur einmal reingedippt. Oh mein Gott, ich muss voll vorsichtig sein. Ich glaube, ich mache unten viel Farbe und dann Wasser. Gut, das weiß sieht man jetzt eh nicht so gut. Wow. Oh, ich muss ja jetzt richtig vorsichtig sein damit. So, wir machen den Pinsel komplett nass. Und geh nur zweimal mit der Spitze da dran. Okay, vielleicht auch nochmal. Oh, guck mal, da ist jetzt schon Farbe dran. So viel Farbe! Also, wenn ich richtig damit malen lerne, dann habe ich bestimmt voll lange was davon. Aber ich kann doch nicht so gut damit malen. Ich hätte mir die noch gar nicht holen sollen. Aber ich musste das Angebot annehmen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich erst mit den anderen Farben lerne und übe oder direkt hier mit. So, ich habe einmal getippt. Ich tippe noch einmal. Da kommt so viel Farbe bei runter. Und man muss dazu sagen, dass die Studentenqualität richtig krass. Es wurden weitere Anpassungen gemacht.
So, jetzt machen wir wieder den Pinsel full. Ich glaube, ihr seht gar nicht, wie ich das mit dem Pinsel mache. Nee, kann ich euch schlecht zeigen. Soll ich vielleicht hier hin? Also, ne, ich tunk den komplett rein und tipp den einmal hier so am Rand ab. Und dann mache ich einfach nur 1, 2, 3. Und jetzt der Pinsel full. Full mit Farbe. Ich muss gerade eben den Kater einmal antapsen. Oh Gott, guckt euch das an. Oh mein Gott. Ich liebe sie. Die sind so bunt. Ich muss nur noch lernen, mit ihnen umzugehen, sonst ist das eine totale Verschwendung. Da war noch ein Fehler drin. Aber jetzt geht's doch, oder? Und was ist, wenn ich nochmal mit Wasser drüber gehe? Toll. Keiner von euch sagt meinem Freund, dass ich viel Geld ausgegeben habe. Danke. So, wieder auf Full. So. 1, 2, 3. 3 war ja schon fast zu viel, ne? Ne, war nicht zu viel. Da läuft die Farbe rüber. Nein! Was mache ich jetzt? Nein! 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 Da ist gelb rübergekommen. Nein, geh weg, gelb. Ich weiß nicht, wie viel ich hier machen darf. Also, ich nehme zu viel Wasser. Ich muss weniger Wasser nehmen. Das Papier ist nicht dick genug für sowas. Darf ich zumindest. Ich habe keine Ahnung davon. Ich muss das lernen. Lernt ihr mit mir? Danke. So. Jetzt mehrfach hier. So. Jetzt kommt das Schöne. Das Schöne, weswegen ich es haben wollte. Ich hatte erst überlegt, mir nur das Näpfchen hier zu holen. Weil man das hier als wunderschönen Grundton nehmen kann. Das ist wunderschön. Oh mein Gott. Das LED-Licht macht alles kaputt. Und hier geht da auch noch so ein Fussel rein. Mach mir doch nicht alles kaputt. So, tschüss Fussel. Oh, der sagte ja sogar die Uhrzeit. Oh, hi, Julia Sophie. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Erzähl was. Eins, zwei, drei, so. Ja, das ist doch so ein Orangeton. Ich hab gedacht, das wäre voll das dunkle Zeugs. Boah. Oh mein Gott. Ich bin happy. Mal wieder. Mit
dunkel kann das werden? Oder soll ich mal, wenn trocken ist, noch eine Schicht drüber machen als Swatch? Hier steht ja, ich darf mir das selbst schön machen. Ja, ich kann mir das selbst schön machen. Happy. Einfach nur happy. 1, 2, 3. Oh Gott. Es ist ein Rot. Wow. So, ja, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich war auch gestern in dem tollen Kunstladen. Ich musste mich beeilen, weil nach Feierabend hat der Laden nur noch so 1,5 Stunden auf. Ich kann da aber gut 3 Stunden verbringen. Und da ist was passiert. Ah, Olli, Dankeschön. Ja, ja, Sophie, du warst lange nicht mehr da. Aber schön, dass du wieder da bist. Itzi, wie geht's dir? Ah, voll lieb, danke, danke. Das Geschenk aber voll schön. Voll nett. Ich noch eine Schicht Rot hier drüber oder ich mach das gleich, wenn es trocken ist und mach überall nochmal so einmal. Obwohl, nein, das ist Aquarell. Aquarell ist ja transparent und man layert das ja hauptsächlich. Diese Farbe. 1, 2, 3. Das ist ein rosa Rot. Ja. Ich bin mega happy. Bin viel zu happy. So. Mach ich das überhaupt richtig? Macht man das so? Ich habe keine Ahnung. Ich muss das lernen. Ich will das lernen. Man kann so viele coole Sachen damit machen. Oh, hi, die Füchse ist auch da. Haha, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Guck mal, ich habe neues Spielzeug. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich mein anderes neues Spielzeug auspacken. Ja, ich war einkaufen. Ich hab. Aber nur das 20er-Set habe ich mir gegönnt. Aber erzähl's keinem. Die haben Geld gekostet. Und die habe ich mir nur geholt, weil sie 20 Euro günstiger war. Und jetzt machen wir Swatchies. Ich habe nicht mitgezählt. Nein, 3, glaube ich. Uah, das ist das Magenta. Oh, guck mal, damit können wir auch wieder ganz viel Farblehre machen. Voll gut. Muss ich nur noch ordentlich ausmalen. Und das Katzenhaar loswerden. Ich kann nicht ordentlich ausmalen. Ich muss ganz vorsichtig sein. Ich will sie nicht jetzt schon nur durch Swatches leer machen. Ja, die sind mega. Sind, glaube ich, auch mit die besten oder teuersten Stifte zurzeit, einfach weil die so lichtecht sind. Darum wollte ich sie haben. Ich habe mir auch ein paar Farben dazu geholt. 1, 2, 3. Und hier die Aquarellfarben, die habe ich mir nur geholt, weil sie halt wirklich günstiger waren. Und die kamen in so einer wunderschönen Verpackung. Sie ist quietschbunt. Und das finde ich toll. So, ich muss schnell hier dieses Feld fertig machen, solange das noch nass ist. Habe ich nicht gut verteilt. So. Schnell, solange es noch nass ist. Und sich verteilen lässt. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich bin gar nicht so gut mit Aquarellfarbe. Ich muss das echt lernen. Ich wollte den Kasten gerne haben. Eigentlich noch nicht jetzt. Ich wollte es erstmal mit anderen Farben lernen. Aber der war halt gerade echt im Angebot. Ich musste zuschlagen. Ich fühle mich auch nur ein bisschen mies. Nur so viel mies fühle ich mich.
Eigentlich, weil. So fertig ist. Ah, oh. Weiß ich. So, die Füchse ist ja da. Da kann ich, vielleicht habe ich noch was hier. Ich wollte zeigen, was ich hier so mache. Ich mache mir eigentlich, versuche ich so Tutorials zu machen und malen lernen mit mir. Malen und zeichnen. Wir haben letztens Farblehre gemacht. Das war ganz, ganz interessant, glaube ich. Und dann Anatomie. Weil ich das lernen muss. Ich bin da raus. Ich habe das mal ein bisschen gelernt, auch nicht perfekt. Aber jetzt gerade bin ich ganz mies. Ganz, ganz mies. Und das ist wunderschönes Blau. Oh mein Gott, guckt euch an. Ich war nur zweimal mit dem Pinsel in diesem Näpfchen drin. Und das Näpfchen ist nicht nass oder so. Das ist schon trocken. Bin einfach nur mit dem nassen Pinsel da dran. Und jetzt kriege ich es nicht mal verteilt. Ganz doll schlimm. Da, der ist zu. Der ist zu trocken, der Pinsel. Wir brauchen ein bisschen Wasser, aber nicht zu viel. Ich will das doch nur so ein bisschen verteilen. Ich kann es nicht mehr verteilen. Ich kann das nicht. Ich will das lernen. Oh Gott, wieso hast du das gemacht? So warm. 1, 2, 3. Okay. Ich habe den Ventilator im Hintergrund an. Im Übrigen, wenn er zu laut wird hier im Stream, müsst ihr mir das sagen. Aber bis jetzt gibt es keine Beschwerden. Darum denke ich mal, dass ihr den gar nicht hört. Nein! Katastrophe! Schnell! Schnell retten! Hab ich nicht aufgepasst. Aufgepasst. Ist der Rechner? Meinst du, der ist lauter als mein Ventilator? So, hoffentlich reicht das zum Retten. Jetzt habe ich aber das Feld noch gar nicht komplett fertig. Machen wir nur einen Tapsi. Ah! Zu viel, ich hätte wieder hier unten anfangen müssen. Das ist ein Haar. Menno. Ich habe noch gar nicht erzählt, wie mein Tag war heute. Ich musste ins Büro fahren. Weil wir werden jetzt so wieder ins Büro fahren. So dreimal die Woche. Und da haben wir heute gegrillt in der Pause. Voll gut. Voll lecker. Weil so schönes Wetter war. Also der kühlt aber in die andere Richtung hier. Und was war doch? Ja, wir haben heute gegrillt. Oh, da habe ich vorhin Besuch bekommen. Ganz unerwartet. Der Hund von den Nachbarn stand bei mir vor der Tür. Und hat gekratzt, hat Hallo gesagt. Dann musste ich runtergehen und ihn wieder zurückbringen. Das habe ich nur minimal traurig gemacht. Weil der Hund unten voll süß ist. Och man, das ist wieder viel zu nah. Und das ist zu viel Farbe. So. Muss ich wieder ein bisschen Farbe wegmachen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Weil das kam so unerwartet. Ich habe nur so ein Kratzen gehört und habe mich noch gewundert, weil es nicht nach dem Kratzen von meinen Katzen klang. Und da habe ich geguckt und da hat die einfach durch das Fenster in der Tür mir zugewunken im Prinzip. Voll niedlich.
So, jetzt bin ich gespannt. Das ist das Cyan, das Dunkle hier. 1, 2, 3. Ja, damit kann ich auch Farblehre machen. Mein Gott. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass das hier eigentlich diese Studentenqualität sein soll, meine ich. Das ist hier der Schminkekasten, aber der Akademiekasten. Die Schminke Akademie heißt die, glaube ich. Ne, Akademie Aquarell heißen die. Das müsste Studentenqualität sein. Die verdammt teuer ist. Und eigentlich viel besser als Studentenqualität. Guckt euch diese schöne Tür an. Oh. Da machen wir noch einen hier. Das will nicht. Ich hoffe, dass sich das jetzt selber noch verteilt. Ich meine, dass Aquarell sich selber verteilen kann. Ich sehe gerade, dass wir ein bisschen höher müssen. Hier ist voll viel Wasser jetzt drin. Da muss ich gleich nochmal drüber. Es hat voll das lustige Muster gemacht. Boah. So. So. 1, 2, 3. Ist nachher vom Pinsel oder? Schon wieder ein Katzenhaar dabei. Boah, so ein schönes Grün. Wunderhübschi. Machen wir noch mal eine Linie hier rein. Zack. Zack. Ja. Das ist auch kaum schmutzig. Ist nur noch der Schmutz, der noch da drin war, weil ich das den Becher nicht richtig ausgespült habe. 2, 3. Oh, so viel Farbe. Ja, ich hab das Haar entfernt. Ja, was kann ich denn noch erzählen? Das finde ich nicht gut, dass das hier so die Muster mit reinmacht. Vom Papier könnt ihr das sehen. Das Lila, guck mal, wie das die Muster, das Muster vom Papier mitgenommen hat. Oder die Struktur, so, nicht das Muster. So, sind wir hier. 1, 2, 3. Voll hübsch. Soll ich damit gleich noch erst ein paar Tests machen oder sofort irgendwas zeichnen? Oder beziehungsweise malen? Ich weiß noch nicht was. Ich werde dann vielleicht dabei ein paar Tests machen. Und hier ist auch die Struktur vom Papier zu sehen. Liegt es am Papier oder an der Farbe? Weiß ich nicht. Thank you.
ich nochmal Farbe? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das passt schon. Eins, zwei, drei. So. Zack. Eins, zwei, drei. Ich habe wenig Farbe bekommen. Ist die Farbe so blass? Ich habe wahrscheinlich einfach nur wenig Farbe bekommen. Nehmen wir gleich nochmal. Denn wie gesagt, das, was ich weiß von Aquarellfarbe, ist, dass man schichtet. Also so vom Layern ist. Ja, guck mal, wie dunkel das eigentlich ist. Ich habe noch wenig Farbe bekommen. Nein! Oh Mann! Muss schon wieder retten. Kommt davon, wenn man nicht in der Linie malt. Mino. Ich hoffe, dass das so geht. Ja. Wunderhübschig. Ja. Ist irgendwo mein Tisch ein bisschen nass. Jetzt kommt die Farbe 666. 1, 2, 3. Schau, wie sie aussieht. So rot-braun. Oh mein Gott. Ja. Eins, zwei, drei. Ist das schon das Schwarz? Ich weiß es nicht. Wenn es das Schwarz ist, habe ich wenig Farbe gekriegt. Ja. Oder was ist denn das letzte? Dann muss das letzte ja ein Grau sein. Kann sein, dass das eine warm schwarz ist und das andere kalt schwarz. Hm.
Ich habe das Gefühl, ich krieg die Farbe nicht von meinem Pinsel runter. Tup, 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 tup. So. Ja, damit sind meine Swatches fertig. Ich bin sehr happy. Ich bin mega happy. Ah, guckt euch an. Es muss noch schön durchtrocknen alles. Ne? Ich glaube, hier oben ist schon trocken. Aber der Rest noch nicht. Ich packe sie jetzt mal wieder zurück hier in die Palette. Ich überlege, dieses Ding hier abzumachen. Aber es ist eigentlich sehr praktisch zum Mischen. Ich pack die Farben erstmal wieder rein und dann gucken wir später. Weil jetzt müssen wir, während das hier trocknet, können wir uns ja die Buntstifte angucken. Ich tue auch den Pinsel mit da rein, auch wenn er nicht dazu gehört. Der ist eigentlich recht gut für die Farbe. Also ich fand den jetzt recht gut. Der kann das Wasser gut halten und so. Der kann die Farbe gut hin und her führen. So, da sind sie jetzt. So. Zack. Zack. So, jetzt können die Swatches trocknen. Ich weiß nicht wo, aber sie trocknen. Gucken wir, dass hier der Tisch nochmal ein bisschen sauber ist. So, tschüss Lappen. Ich habe die schon mal geswatcht, die Buntstifte. Hier. Yeah. Sie sind wundertollig. Und ich habe dazu noch 5 neue geholt. Und zwar habe ich, weil ich gehört habe, dass es mit die, das Ding hat mit das beste Weiß, also habe ich mir nochmal ein Weiß geholt. Das Lustige ist, hier, guck mal, die sind dann hier hinten dran. Da steht dann der Name und die Zahl. Das finde ich ultra cool. So, und für die, die neugierig sind, ich mache das jetzt einfach auf. Pup. Da sitze. Ha. Sie sind so schön. Sie sind in so einem Schaumstoff eingewickelt. Das ist ein Pappkarton. Aber sie haben auch auf der Rückseite so einen ultraweichen Schaumstoff. Und der glitzert im Leben. Soll wahrscheinlich nicht glitzern, aber er tut es. Ja, und jeder Stift ist einzeln in so einem Dingsy drin. Und die sind ein bisschen breiter, also in einem normalen Anspitzer passen die jetzt nicht. Ja. So, achso, ja, die Farben, die ich noch dazu geholt habe, ist einfach nochmal so ein Weiß. Dann habe ich mir hier so einen Magentaton dazu geholt. Ich weiß nicht, weil hier drin, das sieht nicht so aus, als ob da so ein Magentaton bei wäre. Ich wollte ja eigentlich dieselben Farben wie bei den Faber-Castell haben. Aus dem 12er-Set. Kunde. Die hier, weil ich hiermit sehr, sehr viel mischen kann. Und auch das 12er-Set von Caran d'Ache hatte nicht diese Farbwahl. Ich glaube, die waren einen Tacken zu warm. Die hätten halt diesen Braunton gehabt. Wenn ich mal hier so die Dinger zeige. So, der ist halt ein bisschen bräunlich. Und ich habe mir jetzt mehr so in Magenta geholt. Noch extra dazu zum Mischen. Weil ich das ja auch wissen möchte. Weil das Set ist ja jetzt schon, das sind schon mehr Stifte, als ich ursprünglich haben wollte. So, genauso liegt ist es hier mit diesem Braunton. Hier ist die 037. Dass wir das sehen kann. Weil das Set auch nur so ein Grünbraun hatte. Oder halt so ein Orangebraun. Und das hier ist halt auch nicht so das Richtige.
Dann habe ich das dazu geholt. Ich kann euch gleich auch noch gerne die Swatches dazu zeigen. Was noch? Ja, so war es auch mit so einem dunklen Braun. Das fehlte mir hier in diesem Set. Und diesen Ton, den wollte ich einfach haben, weil er hübsch ist. Ich weiß nicht, was auf einer Seite. Ich wollte ihn einfach haben. Ich habe immer noch Schmutz an meinen Fingern. Dann habe ich den dazu geholt. Ich hätte gern alle Farben von denen. Aber ein Stift kostet 3 Euro. Wie so ein Copic Schau, ey. Richtig viel. Ich habe doch nicht so viel Geld. Sekunde. Ich hatte schon Swatches gemacht. Und zwar hier drin, Sekunde. Wo habe ich die denn gemacht? So, ja, hier. Ich habe die hier drauf einfach geswatcht. Das, also bis hierhin geht das Set. So, und das sind die 4, die ich extra gekauft habe. Und die habe ich versucht zu mischen. Ja, weil mir die Töne halt gefehlt haben. Ich kann ja mal eben vergleichsweise das damit reinmachen. Sekunde. Ich muss das so machen, glaube ich. Da könnt ihr die Stifties noch sehen. So, hier sind ja meine Faber Castell. Und ich liebe dieses 12er Set. Ich finde es einfach toll. Das sind super Farben. Und man kann mit denen super mischen. Die Farbauswahl ist eigentlich perfekt. Also, wie gesagt, so Magenta Cyan kann noch mit rein. Oder könnte noch mit rein. Aber ist auch kein Muss. Was wollte ich testen? Genau. Hier. Ich mach das mal hier hin. Ne? So. Diesen Farbton hätte ich ganz gern. Und in diesem Set wäre vergleichbar, glaube ich, wirklich nur der hier. Warte mal, könnt ihr das auch sehen? Ah, ist okay. Ich erkläre ja eh und ich lade das eh auch nochmal auf YouTube hoch. Vielleicht freut sich da jemand. Ich bin ja hier eh hauptsächlich am Ausprobieren. Es ist so Sachen, die ich halt also hobbymäßig mache und ihr dürft gerne zugucken. So, hier ist das Braun. So. Die krümmeln ganz doll. Ich finde, die krümmeln viel, viel mehr als die Faber-Castell. So, jetzt mache ich mal näher ran. Kann man das sehen, dass das hier ein bisschen zu gelblich ist? Nee, ne? Ich glaube, bei dem Licht ist das schlecht. Also es hat so einen gelb-orange Unterton. Darum habe ich mir halt das hier geholt. Noch dazu. Sieht auch nicht perfekt aus. Wie das von Faber-Castell. Aber ich kann das damit ermischen. Gott, man sieht das ja gar nicht auf meiner Kamera. Das tut mir voll leid. Also sie sind weich und krümelig. Ja. Also ich habe es ja auch hier nochmal. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht. Ich muss, glaube ich, erstmal ein Bild damit malen, weil ich finde die bis jetzt nicht gerade anders als die Artesa. Nur, dass sie halt Licht, also besser halt lichtresistenter sind. Also ignoriert da oben das Ding. Das war nur so ein Gekritzel. Genau, da habe ich den geholt. Und der hier fehlte mir halt auch. Wenn man damit super gut Hautfarbe und sowas machen kann. Also generell Gesichter und so. Und das hätte ich hier drin nicht gehabt. Ich hätte, glaube ich, hier den gehabt, der viel zu dunkel dafür ist. Oder halt der hier, warte mal, der zu rot ist. Und der hier, der ist zu gelb. Also ich hätte alles, was ich damit ermischen kann, aber ich habe keins, womit ich das hier ermischen kann. Also habe ich mir den dazu geholt und der sieht dem schon viel ähnlicher aus. Und mit dem hier könnte ich jetzt die 3 anderen theoretisch auch ermischen. Weiß nicht ganz, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Ein bisschen, ne?
Was fehlte mir noch? Achso, ja, und der Braunton. Der hier. Der ist halt super, um so Schatten und so ein Kram zu machen, was halt nicht komplett schwarz sein soll. Und den gibt's auch nicht in dem Set. Wir haben hier ein Schwarz, wir haben ein Grau. Und das dunkelste Braun, das wir hier haben, ist halt das. Und das hat so einen grünen Unterton. Ich weiß nicht ganz, ob ihr das sehen könnt. Es hat halt so einen, ja, so einen grünlichen Unterton. Da, ich müsste halt da reinmischen. Irgendwie. Das hat mir nicht gefallen. Darum habe ich mir so einen Ton nochmal geholt. So einen neutralen, dunklen, braunen Ton. Ursprünglich habe ich ja gedacht, ich stelle mir das Set selber zusammen und suche mir einfach diese 12 Farben hier, aber von den Stiften zusammen. Aber dann hat mich dieses Set so angelacht. Und da muss ich es kaufen. Es ist einfach in die Tasche gerutscht. So, loop. Ich glaube, die hier sind auch schon trocken. Dann können wir gleich mal was skizzieren. Und dann kann ich ja die Farben hier zum Grundieren benutzen. Und mit denen die Details reinzeichnen. So was das noch. Achso, ja. Und den wollte ich einfach dazu haben. Um das hier zu mischen, braucht man recht viel. So, ja, und das waren die anderen, die ich gemischt hatte. Mit den Aquarellbuntstiften. Die ich auch mega toll finde. Zeig euch hier meine Favoriten. Ach so, ja, und ihr könnt das sehr gut auf der Kamera sehen. Hier diese Flecken. Ich habe mir noch, weil ich auf dem Weg zur Kasse war, einen weißen Fuzzcup-Pen geholt. Für Highlights. Deswegen muss man so runterpumpen und dann kommt Farbe. Will das sehen? Nee, ne? Den kann ich auf jeden Fall hier so drauf malen und Highlights machen. Ja. So. Okay, was kritzeln wir denn? Ich muss ja auf Aquarellpapier zeichnen. Skizziere ich mir vorher was vor? Jemand eine Idee? Ich will irgendwas Einfaches. Oh, ich kann jetzt nicht zusammenklappen, das muss trocknen. Ich räume ab, solange ich skizziere, räume ich das mal eben weg. Oder? Ja, wohin räume ich das denn? Ich weiß doch nicht, wohin mit dem ganzen Kram hier. So, ich will jetzt, glaube ich, auch nichts nach abmalen. Ich werde jetzt mal freihand zeichnen. Boah, mal sehen, ob ich das kann. Mit meinem Bleistift. Tada! So. Wir haben so viele Farben. Ich weiß gar nicht, was wir malen wollen. Wir fangen einfach mal mit einem Kopf an. So, ja, Lubis-Technik wollte ich noch lernen. Lubis oder die Riley-Technik? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt so zwei Techniken, um Gesichter zu zeichnen. Ich könnte das, glaube ich, eh nicht sehen, was ich da mache. Ich skizziere halt nur vor und dann kommt das gleich auf dem richtigen Papier. Aber ich bin halt auch noch am Üben. Wie lang soll denn das Kinn sein? Bis hier so, ne? So. Ist das so richtig? Ich weiß es nicht. Ah, ich hab doch hier. Habe ich den noch hier oder nicht? Ja! Ich habe letztens mitgezeichnet.
Aber da ist auch nicht viel mehr als das, was ich jetzt hier drauf habe. Ah, das Dorf. Hier irgendwo noch wo mehr drauf ist? Nö. Nö. Ja, da muss ich jetzt frei Schnauze machen. So, hier liegen, dieser Strich sind nicht die Augen, sondern die Augenbrauen. So. Augenbrauen. Und das hier ist die Nase. Guckt nach vorn. Hier ist ein Blubsi. Ein Nasenflügel. Und da, wo das Nasenflügel-Ding hochgeht, da beginnt dann auch das Auge. Das Auge beginnt dann ungefähr hier. Beziehungsweise... Ich will auch lernen. Also hier wäre eigentlich dann auch. Ich will es einfacher haben. Ich möchte ja nicht obermega realistisch zeichnen. Ich möchte irgendwas haben, was realistisch aussieht, aber nicht ist. Ja, ich bin unglücklich damit. Ja, ich noch da. Ich habe hier einen Fehler. Hallo, bin ich noch allein? Ich hoffe, ich bin noch allein. Hier wurde gesagt, ich wäre weg. Aber ich bin dann allein. Ja, ich bin noch da, okay. Jetzt beschwert sich Windows und sagt: Mii! Also hier, das und das. Da sollte jetzt noch Kinn sein. Ja, also von der Gesichtsdecke okay, aber. Zeichne ich einfach, während ich das noch gar nicht kann. Was machst du denn hier? Wo kommst du denn hier? Willst du Hallo sagen? Ich habe gerade Besuch bekommen. Jeder. Ja. Und jetzt? Ist unbequem? Ist unbequem?
Oh, Schmussi. Und weg ist er. Jetzt muss ich die Kamera wieder richtig machen. So, das gerade. Das ist auch gerade. So, dieses Gesicht, das ist krumm. Darum mache ich solche Skizzen gerne auf normalem Papier. Einfach weil ich so lange am Rumkritzeln bin. Ich habe jetzt auch keine Vorlage, ich mache das frei Schnauze. Aber ich kombiniere schon wieder so viel von dem, was ich irgendwann mal so halb gelernt habe, aber noch nicht fertig. Und das halt nicht so gut. Ist halt ultra dumm, dass ich das gerade so mache. Aber ich will ja eigentlich nur die Farben mal ausprobieren. Kommt davor, wenn man die Augen zu groß macht. Oder vielleicht sind die Augen gar nicht so groß. Ich kann so lieber so ein bisschen verträumt nach oben gucken. Das ist schon ein Wunder, dass sie überhaupt lächelt bei mir. Ich lasse sie sonst nie lächeln. Ja, ich weiß, was passiert. Oh, danke schön. Danke für den Follow. Hä, hey, wieso wird er mir denn im Chat nicht angezeigt? Komisch. Aber vielen, vielen lieben Dank. Sieht sehr komisch aus, das Auge. Ich glaube, weil das. Die Augen sind nicht wirklich dreidimensional geworden, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich sind sie auch nur als Test gedacht. Also generell das ganze Gesicht ist jetzt als Test gedacht. Für die Farben. Das Problem ist nur, ich kann das nicht zeichnen, was ich zeichnen möchte. Aber die Augen sind, glaube ich, auch nicht mal richtig gerade. Hier, die müssen hier weiter unten hin. So, rechts ein paar Lider. Und hier so dieses Ich lächle jetzt. Das ist dieser Ich lächle jetzt Punkt. Ohren sind bei Auge und Nase. So ungefähr hier müssen. Kiefer ist halt voll komisch. Oh! Oh, vielen lieben Dank für dein Follow! Dankeschön! Ich freue mich! Hier so sind Ohren. Und ja, ich mache spitze Ohren. Ist mir egal, was ihr sagt. Das war schon immer mit meinem Markenzeichen, dass alle Menschen bei mir spitze Ohren kaufen. So, Öhrchen. Hier ist dieser Nupsi, der geht hier hoch. Dann geht der hier wieder so runter, der hat einen Falt hier drin. Der geht hier rüber, der hier hin.
Theoretisch hat er auch noch einen Falt hier drin und hier geht so ein Knick wieder weiter. Ungefähr so sehen Öhrchen aus. So, machen wir mal ein paar Hilfslinien weg. Vielleicht sieht es dann wieder gut aus. Ja, wenn man Skizzen wegmacht, das sieht niemals gut aus. Das sieht danach immer voll schlimm aus. Ich mag die Augen, also das Auge mag ich irgendwie. Das ist voll gut geworden. Von der Perspektive her ist es nun, also ist für die Perspektive nicht gut geworden. Das Ohr ist zu groß und passt nicht zum Winkel. Ich muss das nochmal machen. Ah. So. Okay. Das ist ungefähr so. Ich glaube, so ist besser. Man hier ein bisschen mehr davon und hier so die falsche Richtung. Aber komme ich jetzt durcheinander mit, wie man ein Öhrchen malt? Nein, das will ich nicht. Das ist ein Ohrläppchen. Die geht hier so hoch und hier ist so eine Delle drin und hier ist eventuell auch eine drin, je nachdem wie ausgeprägt das Öhrchen ist. Ja. So. Hi! Schön, dass du da bist. Ah. Ja. Voll süß. Schön, dass du hier bist. Erzähl mir, wie geht es dir? Schreib ruhig was in den Chat, ich gucke hin und wieder rüber. Versprochen, ihr stört nicht. Nein, ich freue mich ja, wenn ihr mit in den Chat schreibt und wir ein bisschen quasseln können. Das hier sieht noch voll komisch aus. Ich weiß aber, wie ich es ändern kann. Indem wir Muskeln reinzeichnen. Wow. So, und zwar habe ich hier ja den Punkt gemacht, der vielleicht einen Tacken zu niedrig ist. Das ist vielleicht hier so ungefähr. So, und dann haben wir ja hier so einen Muskel, der darüber geht. Ne? Und der andere Muskel, der geht auch darüber. Da geht der wirklich so darüber. Das sieht der Hals dann zu fett aus. Müssen auf jeden Fall dann noch hier die Knochis dazu malen. Hier so, und dann ist das hier auch ein Muskel. Sieht halt zu lang aus, der Hals. Wisst ihr, wie ich meine? So. Weg, ne? Das ist aber ziemlich krass. Kann ich den vielleicht so ein bisschen andeuten? Nein, nicht so. Der ist ja auf der Seite nicht gestreckt. Hier ist er gestreckt, der Hals. Ich glaube, so kann man machen. Okay. Ja, dachte ich mir, dass du das bist. Oh, Skak ist auch da. Hi, Skak, wie geht's dir? Wie weit bist du? Du spielst Zelda, hast du mir gesagt. Erzähl. So, die Dame braucht Haare, ne? Also, nein, braucht sie nicht. Aber ich möchte ihr Haare geben, weil ich ja das üben möchte. Hier so ein paar Haarsträhnen, die so rübergehen. Oh,
wie lange ich schon keine Menschen mehr gezeichnet habe, so einfach so, ohne es abzuzeichnen. Ich kann auch keine Haare machen, Leute. So mache ich hier was Schweres, nur um Farben zu testen. Ja gut, für einen Test sollte es reichen. Ah, da steht so viel. Hallo, ich freue mich gerade mit dem Donatita. Ja, er ist der schwerste Gang. Er ist der allerschwerste, finde ich. Weil er so verdammt schnell ist. Meine Strähne machen wir nicht. Machen wir hier eine kleine Strähne. So, sieht das nach einem Pony aus, der ziemlich ungleich lang ist? Ich wollte schon sagen, ich habe letztens erst die Mine gewechselt. Kann auch noch nicht leer sein. In den letzten Fällen kann ich easy ihr wüten. Oh nein, keine Holzschilde mehr. Was machst du denn dann? Ich sehe gerade, wie wir das mit den Haaren hier machen. Haben wir hier so eine Haarsträhne hin? Ich werde nachher garantiert gar nichts mehr erkennen hiervon. Kommen wir mal so ein paar Haarchen hier rüber. Das ist schon wieder zu weit, ne? Das machen wir nicht. So. Es darf nur nicht zu unordentlich sein. So. Könnte halt zu viel sein hier vorne. Machen wir mal den Hals hier weg. Das will ich nicht, dass es zu viel wird. Ich muss gleich eher aufpassen beim Übertragen, wenn ich das mache. Dass ich nicht zu viel rumstriche. Ich muss das mit geraden Linien in einem Zug machen.
So. Jetzt bin ich mir so unsicher. Sieht halt merkwürdig aus. Könnte sein, dass das zu viele sind hier vorne. Ich glaube einfach, dass der hier zu fett geworden ist. Der könnte ja eigentlich von hier oben kommen. Was geht dann hier hinten so weiter? So. Viel Dynamik kann ich nicht reinmachen. So. Vielleicht von hier so. Ja. Ich will die lieber nach außen geschwungen haben. Die Strähne. Ich will nicht wissen, wie dieses Bild gespiegelt aussieht, ey. Katastrophal. Seht ihr, was ich noch alles lernen muss? Ist noch nie wirklich gut. Gerade das hier muss ich fixen. Nur so eine Strähne. Sieht merkwürdig aus. Obwohl, ich kann das ja so lassen. Aber dann den Rest der Haare von hier auch anfangen lassen. Ich glaube, dann sieht es wieder okay aus. Dann sieht es wieder machbar aus. Und normal. Obwohl die Dame hier gar nicht normal ist. Egal. So, muss ich das hier oben noch ein bisschen fixen. Da muss ich ein bisschen viel radieren, damit ich nicht das Falsche gleich nachzeichne. So, jetzt haben wir die aber... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen nackig. Soll ich noch irgendwie so Schmuck oder sowas gucken? Nach dem Kinn. Ja, das Kinn wird ja mit Schatten gemacht. Das alles hier, das ist Schatten. Das muss ich mir einzeichnen, damit ich das weiß. Das kommt ja weg. Das, wir gucken ja so ein bisschen von unten drauf. Das habe ich hier schon alles erklärt in den Streams. Das soll nachher ein bisschen aussehen wie Malen nach Zahlen. Die Felder. Habe ich hier noch einen anderen Radiergummi drin oder nur den ganz, ganz dünnen? Ich glaube, hier der Kopf, weil wir ein bisschen von unten nach oben gucken. Soll ich das hier ein bisschen anders machen? Allgemein müsste ich hier oben das anders machen. Das müsste so ein bisschen runter, glaube ich. Bin ich echt am Überlegen. Das Problem ist, dass ich jetzt zu viel logisch nachdenke und das deswegen dann kacke aussieht. Und weil ich das ja auch noch, wie gesagt, üben wollte. So.
So, da muss eine Öffnung rein. Weil das viel zu breit wurde hier. Haarsträhnen werden immer spitzer. So, ich will aber jetzt endlich fertig machen. Ich muss ja die Skizze jetzt noch auf gutem Papier transferieren. Und dann erst kann ich mit dem Malen anfangen. Menno. Nee, das ist doof. Wo war denn da mein Sprung? Zu ungeduldig und versuche mich jetzt zu beeilen, deswegen werden einige Sachen nicht richtig gut. Hi, Marvin. Ja, irgendwie schon, ne? Ich hoffe, es kommt gut an. Das ist halt das, was ich sonst in meiner Freizeit mache. Ich habe gedacht, ihr dürft einfach zugucken, was ich sonst so hobbymäßig mache. Oh mein Gott, ist heute der Tag, wo ich beide Mods gleichzeitig im Chat habe? Oder ist der andere schon wieder gegangen? Echt? Ja, die sind, wie gesagt, hauptsächlich so als zum Speichern gedacht. Also er war vorhin hier, aber ich glaube, der spielt gerade eben Breath of the Wild und muss gegen den Elektro was machen. Ja, guck! Ich habe beide Mods heute im Chat. Oh mein Gott. Ich freue mich schon, wenn ich eine im Chat habe. Ich bin voll happy. Ja. Ich weiß gar nicht, aber ich habe nicht alles mitgekriegt. Und hier die Lala macht ja die ganze Zeit auch so, hey, jetzt läuft dies und das und jenes. Und Robert hat das auch nicht mitgekriegt. Ich streame jetzt mit Streamlabs und habe Alerts an. Voll gut. Es war auch voll ungewohnt und ich kann ja nicht so, dass das Interface nicht so einstellt, wie ich das gerne hätte. Aber ich kann jetzt hören, wenn hier Sachen passieren. Voll gut. Sonst verpasse ich die ganzen Sachen nicht mehr. So. Hier stört mich noch irgendwie. Guckt euch das arme Blatt an, ey. Ich muss hier gleich einen geraden Strich machen. Soll ich das denn hinkriegen? Ich hab nicht mal Klebeband hier, muss ich gleich mal suchen erst. So. Geht's? Hier.
Ist jetzt fertig, Skizze, oder brauchst du noch was? Oh mein Gott, ich muss weiterlesen. Ja, das Gegner hat sich umbenannt, aber ich nenne ihn trotzdem Skunk, das ist sein Spitzname bei mir. Ich könnte ihn auch bei seinem richtigen Namen nennen, mach ich aber nicht. Ich muss bei ihm noch Kanalpunkte ausgeben und ihn leiden lassen, habe ich gehört. Ja. Okay, ich muss mal ihm Klebeband besorgen. Was habe ich hier in diesem Schrank drin? Kreppert, ja! So. Bup. Nein, jetzt nicht bei dem Beta. So, ich will nur das eine Blatt haben. Nicht beide. So. Kaputt. Ich merke auch gerade, ihr könnt einen Tacken höher gleich auf dem Blatt. So, ich brauche Platz zum Aufkleben. Wenn der Ventilator zu laut ist, müsst ihr mir das sagen. So. Aber ich brauche noch einen Stifty. Wo ist er? Hallo, Stifty, wo bist du hin? Komm, zeig dich. Ja, Stifty. Hallo. Tja, gefunden. Mein Mini-Stift. So, hier sehe ich Strich. So, Augen. Gesicht. Und das hier sind, glaube ich, die Haare. Ich kann ein bisschen die Linien jetzt dadurch sehen, durch das Papier. Ich habe euch ja erklärt, wie man solche Skizzen-Stencil-Dinger macht. Jetzt müsst ihr nochmal nachgucken. Vielleicht sollte ich daraus richtige Tutorial-Videos machen. Aber dann müsste ich die schneiden. Ich habe keine Ahnung, wie man Videos schneidet. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Streams, die ich mache, auch runterladen könnte. Ich glaube aber ja, ne? Dann müsste ich die erst runterladen. Ich denke nicht, dass mein Rechner das mit der Aufnahme schaffen wird. So, ich weiß nicht, ob ich hier noch mehr brauche. Aber ich glaube, das reicht. Mal eben durch mit Licht und ich könnte hier noch so ein bisschen. Ja. Ich gucke einfach, wo vielleicht noch was fehlt. So. Tut okay. Wo
Ja, ich lade die hoch von Twitch auf YouTube. Ich exportiere die einfach. Aber kann ich die dann einfach runterladen oder wie geht das? Ich weiß das nicht. Kann man die von Twitch einfach runterladen? Ja, das ist das Richtige. Das ist gute Aquarellpapier. So ungefähr. So, und jetzt die andere Seite. Hier so. Okay. Ich habe meinen Kuli nicht mit, deswegen muss ich den hier nehmen. Was steht im Schild? Ja, genau, das war halt meine Frage, ob ich es nachher runterladen kann oder ob ich halt beim Stream gleichzeitig aufnehmen muss, weil ich nicht weiß, ob mein Rechner das schafft. Ich nehme jetzt hier dieses Nailer-Tool dafür. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht mit Gesicht. Das Lied gar nicht richtig wird da reingemalt. Nein, jetzt ist es krumm geworden. Ja, muss ich gleich verbessern. Na, wir gucken hier von unten hier drauf und dann sieht man eigentlich noch so ein Teil von dem Augenlid. Muss ich gleich mal gucken, wie die Skizze wird. Glaube, das war Gesicht. Ich würde es so machen. Ja, ich weiß, dass das keinen Sinn macht. Aber dann sind diese Katze. Stimmt mal. Ich bin mir halt nicht sicher, weil einige Games wollten ja gar nicht funktionieren. Obwohl ich jetzt Windows 10 habe. Ich habe geupgradet. Und ich gehofft habe, dann eine bessere Kamera nutzen zu können. Hat nicht funktioniert. Und jetzt kann ich meine Adobe-Programme nicht mehr benutzen. Das macht mich sehr traurig. Öhrchen und hier das die Pony fertig. Machen wir, glaube ich, hier das. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Muss mal eben gucken. Ja. Strich ist noch so fett.
treffe die Linie hier nicht mehr genau. Okay, hier ist ein dummer Probel entstanden. Der ist dumm. Weiter bitte. Oh, was? Aber. Das, ja, ich bin mega zufrieden. Jetzt zur Tür zurück. Wieso hast du denn den Bot einfach rausge. Warum hast du den denn einfach für ein paar Sekunden in Timeout gesetzt? Richtig frech, Robin. Ja, Arbeit ist super. Wir haben heute gegrillt. Ja. Und ich habe jetzt auch Illustrator bekommen. Jetzt habe ich nicht nur Photoshop, ich habe Illustrator. Und privat darf ich es auch nutzen. Nach der Arbeit. Ist bei dem Chef kacke egal, was ich damit mache. Ich muss mich halt hier ein bisschen konzentrieren. Ich will mich auch beeilen, damit wir hier gleich mal auch was machen können. Skizzen machen dauert immer so lange. Ich glaube, da ist auch oft das Problem bei Leuten, wenn die solche Skizzen machen, die müssen ja genau sein, damit das Bild nachher auch gut wird. Und wenn du aber dafür schon zu ungeduldig wirst, dann ist deine Skizze nicht gut. Und dann wird dein Bild auch nicht gut. Deswegen lieber mehr Zeit in die Skizze investieren, als in den Rest. Das war dumm. So. So. So, jetzt kann ich hier raus. Oder so. So. Ist er ein Neubot? Ja, ist er. Ah, schön. Kindchen ins Bettchen gebracht. So. Jetzt habe ich das hier fertig. Ich guck's mir an und frag direkt, Robert, wie geht's dir denn? So. Bei dir. Oder möchtest du lieber später drüber quatschen? So, hier ist meine Skizze. Man kann nicht viel sehen, aber ich glaube, ich habe nichts vergessen. So, hier und da sind ein paar Stellen, da hätte ich ein bisschen fester aufdrücken können. Das werde ich jetzt aber nicht machen, weil es sonst krumm wird. Okay. Zack. So. Zack. Und zack. Könnt ihr die Skizze überhaupt sehen? Ein bisschen, ne? Die soll ja so leicht sein. Ich will ja ohne Outlines malen. Wir malen jetzt eine Runde. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie gut ich darin bin. Ich habe das eigentlich sehr wenig gemacht. So, ich stelle mir wieder das Wasser hier so hin, damit ihr das hoffentlich sehen könnt. Die Swatches sind ja jetzt auch trocken. Oh, ich habe einen Schluck Cola. Guck mal, ich habe einen Schluck Cola. Ah,
ja, gut. Ist prima. Nice, richtig gut. Oh, ich freue mich für dich. So. Hier ist meine tolle neue Palette. Sieht echt toll. Ah. Ja, wie mache ich das jetzt am besten, dass ihr das sehen könnt? Weil ich brauche ja die Mischdinger hier. Jetzt tatsächlich. Vielleicht soll ich für den Stream das Ding hier abmachen. Sekunde. Das kann man aber einfach abmachen, ne? Ich glaube ja. Ich brauche nur eine Nadel. Vielleicht bist du schon schmal genug für sowas? Ja. Nee. Ist das, sind das mehr als eine Stange? Ich hab hier eine Nadel dran. Vom Büchernähen. Ich die nicht rausschieben. Ich habe gedacht, man kann das da rausschieben. Also ich versuche hier drin diese Metallpin rauszuschieben. Ah. Sogar so eine Jelle drin. Ich weiß nicht, ob das der Grund war, warum das so gerade bleibt. Aber ich werde sie wahrscheinlich trotzdem nutzen hier als Palette. So für Farben. Sieht cool aus. Bitte. Ne, ich mach's nicht kaputt. Das sind Aquarellfarben. Eine recht teure Marke und ich sag schon die ganze Zeit in dem Stream, aber ja, dieser Kasten kostet normal so, ich habe Preise zwischen 60, 70, 80 Euro gesehen, ne? Hauptsächlich ab 70. Und jetzt habe ich den Kasten gesehen für 50. Nur ein Exemplar und dann musste ich ihn kaufen. Und guck dir diese tolle Verpackung an. Sie ist voll schön gut. Wir haben jetzt gerade eben schon Swatches gemacht. Ich kann eigentlich gar nicht mit Aquarellfarbe malen. Also ich habe keine Übung da drin. Ich wollte eigentlich ursprünglich erstmal mit einer günstigen Marke anfangen und üben, weil ich welche hier habe mit weniger Farben. Aber dann habe ich dieses tolle Angebot gesehen und konnte einfach nicht Nein sagen. Wie denn auch? Wie soll man bei so einem Angebot Nein sagen? Also ja, es ist immer noch teuer, aber wie gesagt, so im Vergleich. So, jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das mache, dass ihr das trotzdem nicht sehen könnt. Im Tiegel drin. Das sind Halbnäpfe, warte mal. Also ich kenne das nur mit Halbnäpfen. Steht da was dran? Ich habe hier noch die Tüten. Die Päckchen habe ich noch hier. Ne, hier steht's nicht dran. Steht's hier vielleicht noch bei? 24 Halbnäpfchen sind das. Aber wie viel Milliliter das sind, steht da nicht drin. Aber guck mal, um hier so viel Farbe drauf zu machen, musste ich nur dreimal auf das Näpfchen mit einem nassen Pinsel tippen. Bei manchen habe ich noch eine Schicht drauf gemacht. Aber bei den meisten habe ich echt nicht viel Wasser oder Pinsel oder so gebraucht. So ein bisschen hatte ich mich informiert, wie das geht. Aber ne, ich habe halt keine Übung. Ich krieg den Krümel da nicht weg. So, ich lasse den Rest auch jetzt so, wie es ist.
So, zum Beispiel macht man zuerst alle schon mal nass. Und ich sollte mir vielleicht noch ein paar andere Pinsel hier rausholen. Aber ich habe nur noch so ziemlich feine hier. So sehr, sehr feine Pinselchen habe ich hier liegen. Und den nehme ich jetzt für die großen Flächen. Ich fange bei mit dem Öhrchen an, sonst vergesse ich das Öhrchen. So. Guck, dann machen wir erstmal nass. So. Gutes Papier. So, und jetzt nehmen wir nochmal unseren Pinsel und punkten einfach so. Boop. Guck mal, wie viel Farbe da rauskommt. Ich habe das Ding nur einmal angebubt. So. Also ich weiß, dass man layern muss. Das heißt aber auch, dass viel erstmal trocknen muss. Da müssen wir erstmal gucken, ob das schnell hinhaut. Ich habe nämlich nicht wirklich Lust, den Föhn hier rüber zu holen. Das kriege ich das Zeug. Oder eher so Wasserfarbe. Sieht irgendwie aus. Nee, ist Wasserfarbe. Aquarell halt. Nur halt bessere Qualität. So, das mache ich. Den Rest. Ich habe hier den Scheitel gar nicht richtig eingezeichnet. Das habe ich vergessen. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich überall drüber sollte. Vielleicht nicht unbedingt die Augen, weil die ein bisschen bläulicht werden sollen. Und es ist sehr schwer zu sehen, wo das Wasser hin soll. Weil das Wasser transparent ist. Was fällt dir Wasser ein, transparent zu sein? Vielleicht muss ich sogar schnell arbeiten, damit das nicht zu trocken wird. War ich hier nicht schon? Oh mein Gott, ist der schon trocken? Oder sehe ich es einfach nur nicht? Weil Licht. Oh Gott, ich habe das Gefühl, das ist einfach nur schon trocken. Nein, ja nicht trocknen. Da muss erst Farbe drauf. Ein, zwei Tapsies machen wir. Geht schnell. Schnell verteilen. Ich hoffe, das war richtig so. Mit Pigment und Farbe, ich weiß nicht ganz, wie man dich nennt. Muss mehr verteilt werden. Oh mein Gott, es ist schon trocken hier. Es wird fleckig. Nein, nicht fleckig werden. Komm schon, bitte. Ich habe nur die Spitze gemacht. Du viel Farbe. Es ist so fleckig geworden. Kann ich das noch irgendwie retten? Liegt es am Pinsel? Liegt vielleicht am Pinsel. Kennst du dich dabei nicht aus? Ja, ich auch nicht so genau. Das ist so ein Sputzen. Ich glaube, ich habe mal. Na, ich glaube, der wirft nicht. Oder?
ja schließlich ein Zelda und ein, also ein Nintendo-Spiel. Und kein COD, ne? Ich krieg das nicht mehr sauber. Hm. Ja, dann machen wir unten den Rest. So, ich brauch dafür Wasser. Hier ist Wasser. Ich mach diesmal mehr Wasser. Vielleicht liegt es auch wirklich an dem Pinsel. Vielleicht liegt es an dem saugstarken Papier. Ich habe keine Ahnung. Geopapier wird nass. So, bis hierhin ungefähr. Dann machen wir 1, 2 Tapsis. So. Vielleicht bin ich nur zu langsam. Dass ich zu zaghaft bin. Ich hatte einfach zu wenig Wasser genommen, das kann auch sein. Zu wenig Wasser oder zu viel Farbe kann auch sein. Das muss ich ja erst noch rauskriegen, wie viel ich davon nehmen kann. Guck mal, das war schon wieder zu viel. Und ich habe nur einmal reingetapst. Ja, die Farbe im Gesicht ist zu viel geworden. Mal sehen, kann ich die mit Wasser noch wegmachen? Nee, ne. Ich glaube mit Wasser und einem Taschentuch vielleicht. Das kann ich nochmal ausprobieren. So, ich mache nochmal alles nass. Wenn mir das Taschentuch schnell eine saubere Stellung. Guck mal, ob ich hier zum Beispiel die dunkle Stelle ein bisschen auffällen kann. Na, nicht wirklich viel. Okay, das muss ich lernen. Das war nicht gut von mir. Ist hier unten besser geworden, ne? Ja. Muss trocknen. Ist ultra fleckig geworden. Mal sehen, ob das noch irgendwas wird. Okay, bis später. Viel Spaß noch. Juhu. Danke, dass ihr da wart. Und guten Hunger. Ich hab noch nichts nass gemacht. Wenn ich nichts nass mache, wie denkend das ist. Das ist doof. Echt blöd gemacht hier. Muss ich besser aufpassen müssen. Kann ich mich ablenken lassen vielleicht. Ich hätte es auch gar nicht erst riskieren sollen. Jetzt ist das hier nämlich auch so viel dunkler. Aber ich habe ja noch ein Taschentuch hier. Zu retten.
Ja, ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das kann man machen. So, ihr seht ja gar nichts. Warum sagt mir niemand was, dass ihr nichts mehr sehen könnt? Einmal die kleine Spitze da reingepackt und schon sowas hier. Also ich muss auf jeden Fall lernen, damit umzugehen, weil dieser Kasten kann ewig halten oder halt nur, weiß nicht, eine Woche, wenn ich es falsch mache. So. Ich muss mal überlegen, wie mache ich das jetzt hier im Gesicht, weil das so dunkel wurde. Ich weiß nicht, ich versuche mal mit Weiß drüber zu gehen, auch wenn man eigentlich gar kein Weiß benutzt. Punkte. Okay, ist geil. So, ich versuch's mal mit Weiß hier drüber. So, ich mache erst nochmal alles nass. Den Trick habe ich nämlich gesehen, da fand ich voll cool. Damit alles schön smooth ineinander läuft, macht man das trockene Zeug auch nochmal nass. Und wie gesagt, entweder bin ich zu langsam oder nimmt zu wenig Wasser. Ich habe das Gefühl, es trocknet halt ultra schnell. So, ich gehe auch nur bis hier hin. Da habe ich so ein Stück vergessen an Farbe. Nice. Oder ich habe es weggemacht, aus Versehen. Mit dem Taschentuch. So, ich glaube, jetzt ist alles schön klitschi-klatschi nass. Und jetzt versuche ich einfach mal mit Weiß drüber zu gehen. Ich weiß, man arbeitet eigentlich nicht mit Weiß. Aber es ist halt viel zu dunkel geworden. Sehr viel Weiß. Ich versuche es jetzt auch hauptsächlich in den zu dunklen Stellen anzuwenden. Dem Rand muss ich dann halt die Haare dunkler machen. Okay. Ja, hat nicht wirklich viel gebracht. So, dass ich jetzt Flecken im Bild habe. Ja, ja. Was soll's. Dann machen wir Öhrchen. Öhrchen mache ich mit einem anderen Pinsel. Ich nehme den hier. Guck mal. Ich würde jetzt Schatten machen. Teils mit dem Rot. Teils aber auch mit dem Gelb. Und ich würde gerne Schichten versuchen. Ne? Aber dann nehmen wir das Orange. Ich mache erstmal, glaube ich, hier mit diesem Ockergelb. So. Wir machen erstmal das Öhrchen nass. Ich muss halt warten, bis der Rest trocken ist. Weil wenn ich direkt daneben was male, dann verschwimmt das ineinander. Und das wollen wir nicht. So. Ich glaube, ich habe zu viel Farbe genommen. Ja, viel zu viel Farbe. Vielleicht hätte ich die auch vorher ansprühen sollen oder so. Und das ist zu gelblich, ne? Ich sollte mir jetzt auch mal ein Taschentuch für den Pinsel nehmen, damit ich Wasser und so besser kontrollieren kann.
Oh, ich schau voll spät. Ich fange jetzt erst richtig an zu malen. Und schon so spät, dass ich eigentlich um diese Uhrzeit gehen wollte. Aber. Ich fange jetzt erst an. Ich gehe noch nicht. So. Ich muss trocknen. Wo kann ich denn dann jetzt weitermachen? Vielleicht hier unten, aber dann brauche ich wieder den dicken Pinsel. Wo denn? Ich versuche mal hier. Dieses Stückchen hier. Ich mache das mal nass und schattiere hier nicht mit dem Ockergelb, sondern ich nehme tatsächlich oder den. Verdammt. Ich muss das machen, solange das noch nass ist. Vielleicht hiermit? Vielleicht muss ich was mischen, aber ich wollte eigentlich nicht mischen. Ich wollte layern heute. Deswegen brauche ich eigentlich gar nicht die Mischpalette. Ich versuch's mit dem Braun. Mit dem 666 Braun. Boop. Ihr habt nur einmal angebubt. Beim ziemlich nassen Pinsel. Und hier das. Ja. Das Gefühl, dass das sehr gut ineinander laufen kann. Ich das sehen. Du hast es geschafft! Oh mein Gott, Glückwunsch! Ich freue mich für dich! Voll gut, ich bin auch mega stolz auf dich. Das ist mit einer der schwersten Bosse in dem Spiel. Richtig gut gemacht, Scott. Ja, mit dem Braun hätte ich eher schattieren sollen. Ja. Hierfür sollte ich vielleicht einen anderen Pinsel nehmen. Guck mal, wie viel Farbe ich da drauf genommen habe. Nur die Spitze. Nicht mehr. So, jetzt machen wir das. Buh. Guck mal, wie viel Farbe da drin ist in dieser kleinen süßen Spitze. Das ist schon wieder fast zu viel Farbe. Das ist zu viel. Das muss ich jetzt alles wieder runternehmen. Ist mein Stream stehen geblieben? Nee, ne? Es ruckelt gerade so. Keine Ahnung. So. Okay, Marvin, schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und wenn was ist, schreib's mir einfach im Discord an. Danke, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Tududu. So. Das Gefühl, das ist immer noch zu viel. Kann ich noch Farbe runterkriegen mit Wasser? Gucken wir mal. Ja. Glaube einfach, dass die Linie hier jetzt so fett wirkt. So. Boah, jetzt will ich das auch irgendwie hier auf dem Öhrchen korrigieren. Mal sehen, ob ich das hinkriege, weil es schon so gelblich jetzt ist. Ist viel zu viel Farbe. Ich habe so wenig genommen. Die Farben sind so fucking ergiebig. Oh, ich hab geflucht. Ups. Jetzt hasst Twitch mich.
die Farbe da wegnehmen und nicht noch mehr davon rausschmieren. Schön, dass du da bist. Dein Bot wurde für ein paar Minütchen ins Timeout geschickt. Frag mich nicht, wieso. So. Zack. Das Gesicht jetzt trocken. Okay. Das Gesicht wird eine Katastrophe. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, Gesicht wird jetzt richtig schlimm. Ich nehme den Pinsel, ne, den hier. Das ist eine Nummer 4. Die ist nur noch halb so groß wie die andere. Das Problem ist, dass ich halt nicht weiß, wo ich den Schatten und so hinsetzen soll. Den warmen rot-rosanen. Vor allem, weil ich auch mit ein bisschen bläulichem Schatten arbeiten wollte. Und dafür dann halt das warme Blau hier nehmen wollte. Oder ein Lila. Lila ist eigentlich auch gut dafür. Oder ich merke gerade, dass der hier vielleicht auch gut aussieht, weil das da ein bisschen bräunlicher werden kann. Also so, wie ich es immer nenne, schmutzig. Es kann dann schmutzig werden. So. Machen wir erst nochmal alles wieder schön nass. Jetzt habe ich natürlich den kleinen Pinsel dafür genommen. Ich sehe das nicht mit dem ganzen Licht hier. Wenn ich dir drauf gucke, ist halt doof. Sekunde. So. Und jetzt. Hier kommt der hier mit einem kleinen. Ich komme da nicht dran. Boop. Ja, boop. So, hier soll viel hin. Dann machen wir hier so eine Wange hin. Machen wir hier so ein bisschen. Und hier ein bisschen Schatten. So, jetzt muss ich. Jetzt versuche ich mit Wasser das zu vermalen. Und ich muss mich halt beeilen, bevor das trocknet. So, das hier sollte ja mit Schatten. Ah, jetzt läuft das nicht richtig da unten rüber. Und hier ist es zu viel. So, was mache ich danach? Ich glaube, hier oben an der Stirn war ich dann. Jetzt mache ich das alles mit einem trockenen Pinsel. Ich hoffe, das geht. Na, ich nehme doch noch mal ein bisschen Wasser dazu. Ja, viel besser. Oh, so ein schöner Übergang. So, jetzt versuche ich das hier wieder zu retten. Ich glaube, diesmal schlage ich mich ein bisschen besser. Ah. Okay, dieses Stückchen hier. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das hinkriege. So.
hier den Rest wieder. So. Muss auch verteilt werden. So. Das hier sind die Lippen. Okay. Keine Ahnung, ob ihr was sehen könnt. Sieht gerade sehr matschig aus. Aber ich muss jetzt direkt hier unten weitermachen, weil das hier nicht richtig ineinander verlaufen ist. Ich weiß nicht ganz, ob ich das noch retten kann. Noch ganz viel Wasser rein. Ja, ja. Kann das so schlecht sehen. Wieso ist Wasser transparent? Mhm. So. Machen wir hier einen Bub, da einen Bub. Ich habe gar nicht so viel Wasser drauf. Ich glaube, weil ich die Farbe nicht angesprüht habe, ist sie so intensiv. So, versuchen wir das hier so ineinander zu mischen. Hätte ich die Farbe vorher ansprühen sollen und kurz warten sollen, bis sie halt nass ist. Ich glaube, das macht man so. Ja, jetzt ist da das Kinn, also unterm Kinn, das ist so komisch. Ich kann es auch nicht mehr wirklich retten. In etwa. Wenn ihr nicht zu viel, nicht genug sehen könnt, müsst ihr mir das sagen. Ob ich da irgendwas besser machen könnte. Ich stelle hier vielleicht noch Schnee. Da muss ich warten, da muss der Rest erstmal trocknen und die Haare konnte ich ja noch gar nicht anfangen. Ja. Wo kommt da jetzt ein bisschen Farbe hin? Ich glaube, hier kommt es und. Das ist viel zu viel! Sollte doch nur so ein bisschen Schatten hin. Aber es sieht nicht sehr gleichmäßig aus. Aber dafür ist ja das Bild. Das ist zum Rumprobieren. Okay, es gab schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ja, danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Vielleicht bin ich das nächste Mal bei dir mit dem Stream. So. Ja, das ist jetzt nass. Was mache ich jetzt? Ich kann da nicht weiterarbeiten, solange das nass ist. Es müsste trocknen. Ich kann jetzt hier auch schlecht mit den Haaren weitermachen, weil hier ist nass und dann läuft das rüber. Ich müsste jetzt eigentlich warten, bis es trocken ist.
Danke, Bot. Dankeschön. Was mache ich jetzt? Ich könnte versuchen, eine Schattenfarbe ranzumischen. Ich nehme auch hier diese Palette. Während das hier trocknet, versuche ich mal zu mischen. Ich fange mit Wasser an. Ja, ich mache Wasser auf die Palette. So. Und dann würde ich ganz gerne einen Blauton nehmen. Und ich glaube, ich nehme tatsächlich den hier. Oh. Wow. So, wo sieht dieser Blauton denn jetzt hier mit aus? Okay. Ich habe das Gefühl, der ist doch zu grün. So, ich habe jetzt die Schnauze voll. So, ich habe die Palette jetzt voll gesprüht. So, ich habe sie jetzt nass gemacht. Ja, das wird zu grün, sag ich doch. So einfach sauber zu machen. Ganz anders als mit Gouache oder so. So, ich möchte noch mal Wasser. Und dann nehmen wir, glaube ich, mal Lila. Ich glaube, mit Lila kriege ich einen guten Schatten hin. Und so. Ja, David. Dann der. Boop. Ja. Ist eine gute Schattenfarbe. Jetzt habe ich schon so diesen Rotton reingemacht. Und was ist mit, wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen Wasser hinmache und den anderen Blauton nehme, den warmen Blauton, nicht den dunklen, sondern den, diesen hier. Wenn ich den mit Hautfarbe, also mit dem hier. Das ist halt auch zu grünlich, finde ich, weil da so viel Gelb mit drin ist. Aber andersrum wirkt er auch sehr grau. Das ist sehr grünlich. Was ist, wenn wir noch so ein klein bisschen Rot reinmischen? Welchen Rotton nehmen wir denn? Nehmen wir ein rosarot? Ich hatte erst den überlegt, aber da ist zu viel Gelb drin. Ich glaube, wir bleiben bei diesem hier. Bei 333. Ja, ich habe nur so ein bisschen genommen. Wow, so viel Rot. Halt zu viel gewesen. Also ich muss das echt noch lernen mit dem Kontrollieren. Da muss ich echt noch üben. Aber das ist vielleicht eine gute Lippenfarbe. So ein Braunton. Ich mische jetzt einfach mal. Ich muss ja ein bisschen rumprobieren. Welches Braun nehme ich denn? Ich glaube, das hier ist so ein Tacken neutral. Das hier. Ja, das kann ich mir noch gut vorstellen. Mhm.
immer noch nicht so dieses... so Blau-Lieder mache ich, glaube ich, mal noch. So, mit so einem Bub. Lila. Und so ein Blau. Ist vielleicht zu viel Blau geworden. Also mein noch Bublila rein. Ja, ich glaube, das ist der Ton, den ich suche. Ich glaube, das ist der Ton, den ich haben wollte für Schatten. Aber jetzt passt er da nicht mehr rein, weil ich das alles schon so rot angehaucht habe. Ich glaube, da muss ich nochmal gucken mit den Farbmischungen, ob ich da was finde. Ich glaube, am Öhrchen könnte ich es jetzt mal ausprobieren. Mit dem hier. Hier ist klein und niedlich. Vielleicht nicht ganz alles nass machen sollen. Hier so, wo der Schatten ist. Ein bisschen mehr von diesem Liederton rein. Das sinkt ab. Dein Licher singt. Vielleicht zu viel. So. Ja, ich habe Farben gemischt. Aber ich bin da noch nicht so gut. Also, wie es funktioniert, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, welchen Farbton ich fürs Gesicht brauche. So für Schatten und sowas. Mit den Hautuntertönen und so. Also ich finde, so allgemein passt dieser rot-braun Ton. Den kann man ganz gut hier für sowas wie die Wangen und so nehmen. Aber jetzt hier zum Beispiel, da brauche ich doch ein schmutzigeres Dings da. Eine schmutzigere Farbe. Ich versuche nochmal hiermit, wenn ich... Ich mache jetzt hier einfach mal diesen dunklen lila Ton rein. Das könnte jetzt alles ruinieren, aber um ehrlich zu sein, dafür war dieses Bild gedacht. Es sollte jetzt kein Meisterwerk werden. Ich wollte nur ausprobieren. So, ich mache erst die Stelle, die ich haben wollte, mache ich nass. Oder vielleicht den Bereich. So. Oh je, jetzt nehmen wir mit viel Wasser. Rühren wir das nochmal an. Upp. Ja, da muss ich mich eh nochmal informieren mit Farbenmischis. Das jetzt nach hierhin zu verteilen und jetzt nur noch mit Wasser. Ja, retten kann ich die Stelle, glaube ich, eh nicht mehr. Kann ich vergessen. Vielleicht noch ein bisschen an der Stirn. Nehmen wir dafür. Ja, den nehmen wir auch. So, haben wir hier so die Stirn nass, aber nur bis hier so. Und dann nehmen wir mit viel Wasser das hier.
Wache, das hier oben ran. Und versuche jetzt mit Wasser zu verbrennen. Also ich finde, die Übergänge kriege ich gut hin, teils. Kommt auch auf die Farben an. Na, ob das jetzt der richtige Farbton ist, weiß ich nicht. Mal hier so. Ich habe mir auch ja hierfür jetzt keine Vorlage oder so genommen. Ich habe einfach frei Schnauze gezeichnet. Deswegen weiß ich nicht mal, wo hier Licht und Schatten hinfallen. Ich weiß, dass an der Nase Schatten ist. Ich tatze so ein lila Blubbel da. Nein, das versuche ich noch irgendwie. Ja, man hat so unter der Nase Schatten, aber ich weiß nicht ganz, ob ich das richtig getroffen habe. Vielleicht sieht man es auch besser, sobald ich die Nasenlöcher richtig dazu gemacht habe. Vielleicht habe ich da auch zu viel nass gemacht. Das weiß ich nicht. Ich hätte mir die Vorlage dazu nehmen sollen. Das weiß ich. Leute, benutzt immer Vorlagen. Oh mein Gott, vielen lieben Dank für den Raid. Oh, danke schön. Wie geht es euch? Ich versuche gerade mit Aquarellfarben zu malen, aber ich bin nicht besonders gut da drin. Ich teste es gerade an diesem wunderschönen Bild. Warte, ich kann euch eben meine Skizze zeigen. Die habe ich einfach frei Schnauze gemacht. Ohne irgendeine Vorlage. Und ich weiß nicht mal, wie der Schatten fällt. Es ist im Prinzip das erste Mal richtig Aquarell. Richtig schlimm. Haha, erzählt mir, was habt ihr Schönes gemacht? Hattet ihr Spaß? Ich hoffe ja. Ihr hattet bestimmt Spaß. Die Füchse macht das nämlich auch ganz lustig. Ja. So. So, ich mache jetzt hier unten auch ein bisschen Schatten hin. Muss ich aufpassen, dass ich es nicht zu viel mache. So.
hier so ein bisschen und den Rest verblenden wir jetzt wieder mit Wasser und dem Pinsel. Also erstmal mit dem trockenen Pinsel. Ein bisschen. Oh nein, das wird... Das ist zu viel davon. Ich habe hier hingetropft. Nein, kein Tropfen. So. Versuch das jetzt hier irgendwie wieder ein bisschen wegzumachen. Ist ja der Mond. Den Mond kann ich ja vielleicht gleich mit diesem wunderschönen Lila machen. Ja, okay. Ich muss halt gucken. Ich bin am Üben. Ihr habt kein Spiel gespielt. Ich glaube, das kenne ich. Das ist lustig. So, mein Problem ist, dass einige Stellen jetzt schon mega nass sind und ich deswegen nicht an die anderen Seiten gehen möchte. Also was ich bis jetzt gelernt habe, ist, dass die Technik, die ich mache, um diese Übergänge hinzukriegen, die finde ich ganz gut. Nur halt die Farbauswahl, die kann ich noch nicht so gut. Ich kann zwar gut den und den Farbton mischen, wenn ich einen möchte, aber ich weiß nicht, welche ich jetzt gerade hier brauche. Das ist mein Problem. So, ich kann jetzt, ich sehe, hier so am Nasenflügel könnte ich auch zu viel Wasser. Viel zu viel Wasser. Oh nein, ich kann ruhig machen. Könnte ich. Boop. Noch so ein bisschen Farbe hoch machen, oder? Boop. Ich sollte vielleicht erst mit den günstigen Aquarellfarben üben, bevor ich hier die teuren nehme. Aber das Angebot war so toll. So, jetzt ist das so ein bisschen matschig-klamm. Dann kann ich, glaube ich, noch so ein bisschen korrigieren. Ich mache das einfach mit einem trockenen Pinsel und versuche das wie so ein Radiergummi einfach wegzuradieren. Bestimmt nicht die beste Technik, aber wenn es ein bisschen funktioniert, bin ich schon glücklich. So. Nur hier, das kann ich nicht mehr korrigieren. Da habe ich Mist gebaut. Aber ich weiß auch warum. Und dafür ist dieses Bild hier. Soll kein Meisterwerk werden. So, trocknest du? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, hier unten ist schon ein bisschen trockener. Aber ich will ja auch irgendwann mal die Haare machen, aber ich sitze dauernd noch im Gesicht. Ich habe vielleicht auch eine dumme Mischung gemacht. Ich habe jetzt hier diesen grün-lila Ton genommen zum Schattieren für die dunklen Sachen. Aber gleichzeitig hatte ich hier auch so einen rot-braun Ton genommen, also den hier. Ich finde, beide passen sehr gut zu der Grundierung. Grundierung war die Farbe hier, die neu dazugekommen sind. Ja, ich muss halt echt noch lernen. Dafür bin ich hier. Lernt bitte mit mir. Habt keine Angst, wenn ihr sowas auch machen wollt. Guckt, ich mache auch Fehler, aber ich lerne daraus. Und dann weiß ich beim nächsten Mal, was ich besser machen kann. So, kann ich denn schon mal vielleicht hier die Haare machen? Oder die hier? Welche Haarfarbe soll sie kriegen? Könnt ihr eine Mischung aus den beiden machen. Ich habe mir noch gar keine Gedanken zur Haarfarbe gemacht. Ich habe da auch immer Probleme. Vielleicht grundiere ich erstmal mit diesem Farbton. Versuche dann Schatten hiermit zu machen. Und dann vielleicht noch ein paar warme Untertöne oder kühle. So ein lila oder so ein bläuliches. Das kann ich ausprobieren. Ich gleich mal erstmal mit dem Braunton eine Grundlage. Und zwar in diesem Bereich wollte ich das machen. Nehme ich dafür wirklich den großen Pinsel? Ja, komm. So. So, ich habe gelernt. Erstmal alles nass machen. Und beeilen, bevor alles trocken ist. Sonst muss ich nochmal schnell Wasser draufpacken. War eine fette Strähne. Gucken, dass auch alles schön nass ist. Komm, vielleicht noch einmal so. Boop.
Das 300 Gramm Papier, das sollte der schon irgendwie hinkriegen. Also es wälzt sich auch leicht, aber es kommt gut damit klar. Ich merke gerade, ich sprühe die nochmal voll. Ich glaube, das war auch mit einem Fehler, dass ich die Farben vorher nicht angesprüht habe. Das hätte ich machen sollen. Ich sollte mich vielleicht mal komplett dazu informieren, wie diese Farbe funktioniert. Das ist zu wenig. Upp. Ah, Farbe. Hier so runter. Hier mit dem Pinsel ist das ein bisschen schwer. Haben nämlich auch den fettesten, um so dünne Strähnchen zu machen. So. So. Ist das jetzt gleichmäßig verteilt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil es nass ist, macht er hier oben so einen Hubbel und jetzt fließt die ganze Farbe darüber. So machen wir hier tup, tup. Tup, 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 tup. Also habe ich vielleicht ein Bild für später. Zum Lernen. Wo ich Fehler gemacht habe. So. Der was sehen, ja, ne? Ich hoffe. Mann, ich wollte doch mit dem Karandasch zeichnen. Ich wollte da die Details drüber malen, aber das schaffe ich heute wohl nicht mehr. Ist doch schon wieder spät. Ich werde das wohl gar nicht mehr schaffen. Ich muss morgen auch wieder ins Büro und dafür muss ich ein bisschen eher aufstehen. Oh, ich muss auch noch in die Wäsche, fällt mir gerade ein. Oh, nee. Da schlafe ich doch gleich drin nur ein in der Wanne. Ist nicht gut. Kleiner darf nicht einschlafen. Ich wollte das mit den Lippen ausprobieren. Ich werde den Ton nehmen, aber ich werde den ganz doll verdünnen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Und dass sie jetzt nicht so eine ultra krasse Schnute kriegt. Na, sonst sieht sie aus wie das Pokémon Rosana. Und das will ich nicht. So. Und jetzt nehmen wir mit ganz viel Wasser. Boop. Das ist jetzt so ohne Schatten, ist nur der Farbton. Den könnte ich dann vielleicht auch für die Wangen nochmal nehmen oder so. Bin ich glücklich. so. Oh, da ist was da. Hi, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Und ja, viel Spaß bei Counter-Strike. James, erzähl mir, wie geht's dir? Ich probiere gerade Farben aus. Obwohl ich mit denen nicht so gut malen kann. Aber sie hatten so ein tolles Angebot, ich musste zuschlagen. Ich konnte nicht Nein sagen. Na, ich muss dauernd warten, bis ein bisschen trockener ist. Deswegen passiert nicht so viel. Wobei, ist jetzt hier die Seite trocken? Ja, dann kann ich hier den Rest machen.
Vielleicht kann ich auch nachher mit den Buntstiften noch einiges korrigieren und vielleicht ein bisschen retten. Das wäre doch cool, oder? Dann müsste ich euch die Sachen im Discord schicken. Es fällt mir ein, ich glaube, ich habe das mit der Farbenlehre und so noch gar nicht in Discord hochgeladen. Und auf Instagram muss ich auch noch ein paar Sachen posten. Verdammt. Mach hier alles quietsche-klatsche nass. Ja, ich habe zu viel nass gemacht. So, wo ist denn noch was? Hier, was noch? Hier, ich glaube, hier oben ist allgemein noch. Ich sehe das gerade so schlecht. Ich glaube, ihr könnt mich mehr sehen. Ja, ihr konntet meine Nase oder so sehen. Voll süß. Da, so. So, ich mach mehr Wasser rein. Wasser, rein viel Wasser. Weil ich ja gemerkt habe, dass ich viel Wasser brauche, damit das schön verblendet. Nein, hier war zu viel. Ich merke, dass ich ein bisschen ungeduldiger werde. So, aber jetzt ist die Seite, glaube ich, schön nass. Da können wir. Oh. Ja. Jetzt muss ich das schnell verteilen. Und dann kann ich auch wieder in den Chat gucken. Ich habe bestimmt schon was geschrieben. Vielleicht. Also ich ignoriere euch nicht. Ich muss nur mich gerade eben beeilen, weil das sonst zu schnell trocknet. Und dann kann ich hier nicht mehr so schön drüber malen. Das war zu viel. Kein Wasser mehr bei. So. So eine große Fläche, dann brauche ich ein bisschen länger. Mann, ich will da was gucken, da steht bestimmt was im Chat und ich verpasse alles. Nein. Ja, komm, da steht gleich nichts mehr im Chat. Nein, hier wird schon trocken. Da, hier Wasser.
Okay, das ist gar nicht gleichmäßig geworden. Das muss ich nochmal üben. Vielleicht war das Stückchen auch viel zu groß für mich. Oder der Pinsel zu fett. Ich weiß nicht. Muss ich auch nochmal üben. Ja. Im Chat sind nur die Songs. Voll gut. Ja, ich kann das nicht mehr. Also, ich krieg's nicht schön verteilt. Nee. Was denn jetzt hier aus? Kann ich da auch weitermachen? Ich denke ja. Boop. 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 Pinsel ist noch schmutzig, aber es ist eh derselbe Farbton. Ich glaube, das war ein bisschen sehr viel. Das macht ja halt diese Ränder. Das finde ich nicht so schön. Kann man die noch irgendwie mit Wasser hübschi machen? So ein bisschen, glaube ich. Ich hoffe, es macht keine neuen Ränder, wenn ich das so mache. Wenn es neue Ränder macht, dann habe ich gelernt, dass ich das nicht machen darf. Wie spät haben wir? Schon halb 10. Leute, ich glaube, ich muss jetzt Feierabend machen. Ja, ich glaube, ich muss Feierabend machen, weil es muss jetzt eh trocknen und ich muss, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich muss in die Wäsche. Ja, Dragster, das tut mir voll leid, dass du jetzt erst dazugekommen bist. Also, ich kann dir sagen, was wir gemacht haben. Ich musste jedes einzelne Näpfchen hier auspacken. Guck, die waren ultra niedlich verpackt. Und danach haben wir die geswatcht. Also, ich habe die geswatcht. Ich habe das gemacht, ihr habt zugeguckt. Und dann habe ich kurz meine neuen Buntstifte gezeigt. Die Swatches habe ich gestern schon gemacht. Und dann habe ich die Skizze zu diesem Bild hier gemacht. Hier ist die Skizze. Die habe ich gekritzelt. Aber mal eben so aus dem Kopf. Ich habe halt keine Vorlage genommen, was, glaube ich, mit das Problem ist. Weswegen ich jetzt hier nicht zurechtkomme. So, ich weiß nicht, wo der Schatten hinfällt, weil ich das nur selber gemacht habe. Ich weiß nicht, welche Farben ich brauche für Schatten und so. Also ich kann die mir ermischen, aber ich weiß halt nicht, welche ich brauche. Das muss ich lernen. So. Aber ich bin ja auch schon wieder über 3 Stunden da. Oh mein Gott. So, ich guck mal eh. Aber ich sehe jetzt auch keinen, den wir raiden könnten. Ne, leider nicht. Ja, gut. Dann sage ich vielen lieben Dank, dass ihr da wart und dass ihr zugeschaut habt.
Ich gucke, dass ich das Video hier auch auf YouTube hochlade, jetzt gleich sofort. Ich vergesse das immer. Ich muss gucken, was für Bilder mir noch fehlen, die ich im Discord posten wollte. Wie halt das mit der Farbenlehre. Was wir im Übrigen jetzt auch mit den Wasserfarben, also mit den Aquarellfarben machen können, weil wir haben ein Magenta und wir haben ein Cyan und wir haben ein Gelb, wobei ich glaube, wir nehmen eher das hier oder das. Ich muss mal gucken, wie die nochmal hießen. Ich glaube, wir nehmen das hier. Das hier ist zu kühl. Das ist neutral. Ich weiß nicht ganz, ob ihr das sehen könnt, dass das kühl ist. Es geht schon mehr in Richtung Grün, deswegen ist das ein kühles Gelb. Ja. Ja, gut. Dann Freitag. Freitag versuche ich wieder live zu sein, ja? Supi. Ah, dann. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend oder gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tudelu.